Oft kommt mir der Gedanke, ich kann diese Schmach nur beenden, indem ich meinem jämmerlichen Dasein ein Ende bereite. Vielleicht bin ich das meinen Vorfahren schuldig. Ich kann nicht länger in dieser Schande leben. Ich habe auch meinen Stolz. Ich habe meine Bestimmung und wahrscheinlich ist es die, meinen Ahnen endlich die ersehnte Ruhe zu bringen, indem ich zu ihnen ins Grab steige. Jawohl. Oh. Huckleberry, wenn das ein echter Herzog ist, kann uns das eine Menge Ärger bringen. Ja, ich muss es tun. Warten Sie, Mr. Herzog. Das dürfen Sie nicht. Nein, ich bin entschlossen, meinem Leben ein Ende zu bereiten. Ich muss es tun. Hören Sie auf damit. Huckleberry! Hilfe, ich ertrinke! Ich ertrinke! Hilfe! Ich ertrinke! Ich ertrinke! Oh Gott, oh Gott. Darf ich Eurer Hoheit ein Tässchen Kaffee anbieten? Oh, danke. Vielen Dank, Huckleberry. Es tut mir sehr gut, dass Sie meine adlige Herkunft in dieser netten Form würdigen. Also, ich bin Jim und mein Freund Huckleberry sitzt da drüben. So ist es. Ich bin Huckleberry. Kann ich Eurer Hoheit gebratenen Speck anbieten? Oh, das sieht aber lecker aus. Und Sie, Mister? Ein leckeres Stück Katzenfisch? Es schmeckt köstlich. Der Katzenfisch? Oh. Ist irgendwas nicht in Ordnung, Mister? So weit ist es schon gekommen. Oh Gott, Katzenfisch. Katzenfisch, oh mein, das ist unerträglich. Auch ich bin ein Edelgeborener. Ich kann meine Herkunft nicht länger verschweigen. Meine geliebte Mutter Marie Antoinette würde sich im Grab umdrehen. Oh, meine über alles geliebte Mutter, verzeih deinem Sohn, der dich so schmählich verleugnete. Ja, ich kann's euch nicht länger verhehlen. Hier vor euch, liebe Freunde, steht Louis der Siebzehnte. Louis der Siebzehnte? Ja, kein geringerer als der verstorbene Dauphin Louis der Siebzehnte steht hier vor euch, der totgeglaubte, verschwundene Dauphin, Sohn der Marie Antoinette, meiner geliebten Mama und Louis des Sechzehnten, so wahr ich hier stehe. Der bin ich. Ja, mein lieber Duke of Bridgewater, Sie sind nicht der Einzige von hoher edler Geburt in diesem Kreise. Sie sind nicht der Einzige verleumdete, verfolgte, getretene, arme, tiefgesunkene Adlige. Ich bin's auch. Vor euch steht Louis der Siebzehnte. Ist ja ein dolles Ding. Huck, wie fühlst du dich? Also, ich krieg langsam Komplexe. Ach, weißt du, ich denke, er ist eher ein Sohn von Karl dem Großen. Vielleicht verwechselt er da was. So wahr mir Gott helfe, ich sage die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Außerdem habt ihr als Beweis das Foto meiner Mutter gesehen. Ich bin Louis der Siebzehnte. Ich bin der König von Frankreich. Dann wird's schwierig. Als König hat er natürlich einen höheren Rang als der Herzog. Was machen wir denn da? Sie haben recht, es wird sich selbstverständlich einiges ändern. Ich muss auf die Anrede Eurer Majestät bestehen, das verlangt die Etikette. Sonst noch was? Ja, es wäre mir ganz wichtig, dass ich bei den Mahlzeiten als Erster bedient werde und natürlich, dass ich die besonders großen, besonders leckeren Stücke bekomme. Oh, tja, tut mir leid, Herzog. Irgendwie ist das, was er sagt, sehr einleuchtend. Aber... Euer Majestät? Tut mir natürlich leid, Herzog, aber so ist doch die Etikette, nicht wahr? Ja, schmeckt vorzüglich. Ich denke, auf dieser Ebene werden wir uns gut verstehen. Ach, schmeckt wirklich gut. Wer hätte das gedacht, dass wir auf unserem armseligen Floß einmal den König von Frankreich beherbergen dürften, nicht wahr, Huck? Ja, wer hätte denn das gedacht? Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Und Sie, lieber Herzog, was sagen Sie dazu? Was soll ich denn schon dazu sagen? Ich habe ja hier anscheinend nichts mehr zu sagen, Euer Majestät. Welche Eröffnung? Jim und Huckleberry hatten also Passagiere von höchster Herkunft an Bord ihres Floßes. Einen Herzog und einen König. Und daran gab es ja nun wirklich keinen Zweifel. Ich habe Sie, das ist doch alles viel teurer geworden. Das ist der Lauf der Zeit. Ja, liebe Leute, kommt ruhig näher. Ja, kommen Sie, mein Herr. Sie werden staunen, welche Neuigkeiten ich Ihnen bringe. Etwas absolut Neues, nie Dagewesenes. Eine Sensation im Bereich der Zahnhygiene. Das ist kein einfaches Zahnputzmittel. Oh nein, was ich Ihnen hier präsentieren darf, ist ein hochpatentiertes Zahnweißmittel, meine Herrschaften. Ein paar Tropfen dieses sensationellen Mittels genügen, um Ihnen allen ein strahlend weißes Lächeln zu bescheren. Ah, ich muss sagen, das hört sich gut an, aber funktioniert es denn auch? Sicher funktioniert es auch. Ich werde es Ihnen sogleich vorführen. Sie werden begeistert sein, wenn Sie sehen, dass selbst die verkommensten Zähne durch mein Serum wieder wirklich strahlend weiß werden können. Schrecklich.
Jetzt passen Sie gut auf, meine Herrschaften. Wir beginnen mit der Vorführung. Nur ein paar Tropfen auf die Zahnbürste und schon können Sie loslegen. Ritschratschahat. Es brennt ein bisschen, aber das hört gleich auf. Schauen Sie, meine Damen und Herren, muss ich dazu noch viel sagen? Was sagen Sie dazu? Das ist ja fantastisch. Unglaublich. Ich nehme eine Flasche. Ich auch, ich möchte auch eine. Vielen Dank für diesen warmen, herzlichen Applaus. Wie gesagt, der Dämon Alkohol muss bekämpft werden mit allen Mitteln, am besten aber mit dem Mittel der Abstinenz. Und dieses Mittel steht uns allen zur Verfügung. Alles, was wir brauchen, ist ein wenig Selbstdisziplin. Der Alkohol zerstört nicht nur die Gesundheit, er wirkt sich auch auf zwischenmenschliche Beziehungen aus. Komm mal hoch, Junge. Was? Hier vor Ihnen steht der kleine Huckleberry, dessen junges Leben schon jetzt durch den Dämon gezeichnet ist. Du brauchst dich dessen nicht zu schämen, mein armer Junge. Was du durchmachen musstest, wird die Menschen aufrütteln und ihnen, so Gott will, endlich die Augen öffnen. Die Eltern dieses lieben Jungen leben beide nicht mehr. Eine traurige Geschichte. Beide Eltern waren dem Alkohol verfallen. Sie nahmen sich das Leben. Auf tragische Art und Weise. Nicht mehr Herr ihrer Sinne, stürzten sie sich wie die Vögel von einem haushohen Felsen herab. Das ist die tragische Geschichte dieses armen, unschuldigen Kindes. Nun frage ich Sie, was können wir tun? Und ich werde die Frage beantworten. Nur die Ruhe, meine Herrschaften, beruhigen Sie sich. Es gibt etwas, was wir tun können. Wir können alle etwas tun für diese unschuldigen Kinder. Denn wir alle können dafür kämpfen, dass in diesem Land ein absolutes Alkoholverbot ausgesprochen wird. Ich selbst trinke seit über 30 Jahren keinen Tropfen Alkohol. Ich lebe absolut abstinent. Sie können es mir nachtun. Darüber hinaus möchte ich um eine kleine Spende bitten. Zum einen zur Unterstützung meiner Anti-Alkohol-Kampagne und zum anderen für den Aufbau eines Kinderheims. Es gibt so viele unschuldige Opfer wie diesen kleinen Jungen hier, den ich nun liebevoll an Sohnes Stadt aufziehe. So, dann gehst du mit dem Hut rum. Los. Er hat's doch nur auf die Spende abgesichert, ich weiß es. Eine Sensation im Bereich der Zahnhygiene. Sie werden staunen, was möglich ist. Was dieser arme Junge alles mitgemacht hat, wird auch Sie nicht unberührt lassen. Was Sie gleich sehen werden, grenzt an ein Wunder. Na, was sagen Sie dazu? Absolutes Alkoholverbot. Ein paar Tropfen genügen, meine Herrschaften. Ich bin stolz, Ihnen das wundervolle Mittel präsentieren zu dürfen. Also irgendwas stimmt mit den beiden nicht. Was meinst du? Die sind merkwürdig. Ich habe das Gefühl, die beiden sind ganz einfach bloß Schwindler. Ich glaube, die binden allen einen Bären auf. Ach was, du bist viel zu misstrauisch. Die beiden zeigen, wie man Geld verdienen kann. Und dieses Zahnweißmittel funktioniert doch wirklich fantastisch. Das kann kein Betrug sein. Na schön. Ein fahrender Händler ist doch durchaus ein ehrenhafter Beruf. Was ist denn los? Jim, kann ich dir helfen? Autsch, das tut so weh. Ich halt's nicht aus. Zeig mal, es kann nur an diesem verfluchten Mittel liegen. Zeig mal her, Jim. Oh nee, das ist nicht auszuhalten. Es tut so furchtbar weh. Der Schweine fallen die Zähne aus. Dieser Betrüger, dieser Gauner, dem werde ich zeigen. Ja. Diese Gauner. Der Kerl überhaupt. Quacksalber! Kommt raus, ihr Betrüger, sonst kommen wir rein! Verdammte Ganoven, ihr feiert wohl, dass ihr uns alle reingelegt habt! Jim und Huckleberry waren noch ahnungslos.
aber ihnen war klar, dass auch ihr Leben in Gefahr war. Und so suchten die vier schleunigst das Weite. Aus diesem Gym könnten wir gutes Kapital schlagen. Ich hab da so eine Idee. Wenn das da hinten nicht Pikesville ist, dann fress ich einen Besen. Pikesville? Gutes Pflaster für meinen Plan. Ich kenne die Stadt. Pikesville ist ein sehr nettes Städtchen. Wir sollten dort Halt machen. Kurz auf Pikesville, wenn ich bitten darf. Ei, ei, euer Majestät. Was haben Sie denn vor? Zunächst einmal werde ich allein an Land gehen und auskundschaften, ob die Leute da schon von uns gehört haben. Falls nicht, wie gesagt, habe ich dort ein kleines Geschäftchen vor, von dem wir beide ganz gut ein Weilchen leben könnten. Da werden wir also... Ich werde also als Kundschafter vorangehen. Machen Sie aber keine Dummheiten, Euer Majestät. Keine Angst, ich werde mich erstmal umschauen. Und dann werde ich entscheiden, ob wir hier bleiben oder nicht. Bin ich bis mittags nicht zurück, kommen der Herzog und Huckleberry mir nach. Und wo treffen wir Eure Majestät dann? Pikesville ist ein kleines Nest, ihr werdet mich schon finden. Allerdings muss ich darauf bestehen, dass Jim hier bleibt, um das Floß zu hüten. Ei, ei, Majestät. Dann mache ich mich jetzt auf den Weg.